Servus Bananen, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein altes Thema, und zwar Pfanne einbrennen. Wird jetzt jeder sagen, schon wieder Pfanne einbrennen und so weiter. Ja, hat den folgenden Grund. Erstens habe ich neue Pfanne geschenkt gekriegt. Die muss eingebrannt werden, habe ich mir gedacht, mache ich natürlich ein Video drüber. Und den Grund, dass mittlerweile habe ich ja wirklich schon so viel ausprobiert und es gibt so viele Geschichten über das Pfanne einbrennen und was man falsch machen kann und wie kompliziert das alles ist und so weiter, welches Öl man nehmen soll. Ich muss sagen, ich bin am besten gefahren immer mit Olivenöl. Ich habe alles ausprobiert, jedes beknackte Öl, Altöl, alles. Und das Beste von meinen Ergebnissen her, Olivenöl. Ich weiß nicht, warum immer alle schreiben, auf keinen Fall Olivenöl nehmen, selbst die Pfannenhersteller. Aber es ist so, ich habe die besten Ergebnisse. Ich habe die haltbarste Schutzschicht. Ich habe die robusteste Beschichtung durch Olivenöl gekriegt. Dieses Mal werde ich es anders machen. Alle haben gesagt, nimm ein Leinsamenöl. Habe ich mir eins besorgt. Ich hoffe, das ist wirklich so toll, wie alle sagen. Weil ich werde es jetzt mal ausprobieren. Danach sage ich es euch, ob das ein Scheiß ist oder ob ich wieder zurück auf Olivenöl gehe. Ja, Pfanne. Wie gesagt, gibt es 1000 Möglichkeiten, 1000 Sachen. Auch das mit dem Salz und den Kartoffelschalen und so weiter. Mag alles richtig sein. Hat mein Opa früher auch so gemacht. Hatte aber den Hintergrund mit diesen Kartoffelschalen. Früher ist eine Pfanne ja aus einem Ding rausgeschmiedet worden. Das heißt, die haben die rausgehaut aus dem einen Metallteil, wirklich in der Schmiede. Und um diese ganzen Schmiederückstände und den ganzen Dreck und die ganzen Späne und das ganze Zeug vernünftig aufzunehmen, hat man früher die Kartoffelschalen reingetan und das Salz, damit so wirklich dieses ganze Zeug aus der Schmiede reinigt. Mittlerweile ist es ja so, die werden ja nicht mehr so richtig geschmiedet, sondern das ist eine Massenproduktion. Selbst wenn es heißt, das ist eine ganz tolle Pfanne, ist es trotzdem irgendwo eine Massenproduktion, weil der mehr macht als nur eine Pfanne. Und da ist es einfach ganz anders, auch von der Hygiene her und so. Das einzige Problem bei den neuen Pfannen ist, die werden natürlich danach gleich beschichtet mit irgendeinem Harz, irgendeinem Wachs, irgendeinem Mist. Speziell wenn sie aus China kommen oder irgendwo aus so einer Billigecke, dann ist da eine Beschichtung drauf, die wahrscheinlich nicht so ganz gesund sein wird. Und die sollte man halt gut runterwaschen. Das erspare ich euch in dem Video mit dem Runterwaschen. Ihr werdet die sauber machen und dann werden wir sie einbrennen. Und dann schauen wir mal, was da das Beste ist. Weil es tatsächlich, ich habe schon alles ausprobiert. Jetzt probieren wir noch ein Leinsamenöl aus und ich hoffe, dass das eine coolere Nummer wird. Wir werden sehen. Viel Spaß bei dem Video. Da beim letzten Sturm wieder ein Haufen Holz übrig geblieben ist, das ist brutal, was sich da ansammelt. Das habe ich jetzt eingesammelt. Das werden wir jetzt alles ein bisschen zerkleinern. Ist alles recht trocken. Und dann werden wir damit das Feuer anschüren zum Pfanne einbrennen. Da werde ich zwar noch ein paar größere Scheite dazu schmeißen, damit es brennt, also damit es länger brennt und ein bisschen heißer brennt. Ja, breche ich es erstmal klein, schauen wir weiter. Es bricht so krass, das ist splittert in 1000 Stück, Alter. Das ist echt Wahnsinn, was da für trockenes Zeug umeinander fliegt. Es brennt natürlich nicht lang, deswegen muss man halt natürlich noch ein bisschen größeres Holz mit reintun. So, auf geht's zur finalen Runde. Ja. Und dann machen wir ein bisschen eine Feier. So fürs Anzünden sollte es schon reichen. Und dann danach schauen wir nochmal, ob das passt. Danach kommt nämlich hier mein neuer Pfannenknecht. Natürlich wieder aus Schraubenschlüssel aus alten. Und dann werden wir da die Pfanne drauflegen und schauen, dass wir es einbrennen. So, mit der Pfanne starten wir jetzt genauso wie immer. Die Beschichtung haben wir runtergewaschen.
Tun wir da ein bisschen Öl rein. Und das verteilen wir jetzt da drinnen erst einmal vorsichtig. Richtig schön, gleichmäßig dick. Wie gesagt, diesmal Leinsamenöl. Lass ich mich mal überraschen. Tun wir den Griff auch gleich noch ein bisschen einölen. Die Rückseite. Da ist es wirklich so, mit dem Öl nicht sparsam sein. Eigentlich kann man nicht zu viel nehmen, man muss halt nur einfach aufpassen, dass es keine Tröpfchen dann bildet, während es da aushärtet. Und dann schauen wir mal weiter. Mindestens 3 Durchgänge sollte man machen. So, richtig schön verteilt ist es. Genau, und der nächste Schritt ist dann ab ins Feuer. Also ich sag's nochmal, es ist natürlich ganz wichtig, dass ihr vorher diese Beschichtungen richtig sauber wegwascht. Weil der Chines, muss ich sagen, der Chines, der spricht da unten echt recht seltsames Bayerisch. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Beschichtung da besonders gesund ist. Dann stellen wir das kleine Pfännchen da mal drauf und schauen mal, was passiert. Und für später nicht vergessen, Handschuhe anziehen. Es könnte nämlich sein, dass der Griff dann ziemlich heiß ist. Den Dreck runterblasen, der vom Ruß kommt. Schauen wir mal, ob die spartanischste Version vom vorne einbrennen auch richtig gut funktioniert. Man sieht jetzt hier schon recht schön, wie sie sich verfärbt. Das heißt, geht schon los. Da hinten scheint es ein bisschen heißer zu sein. Da schieben wir sie mal ein bisschen da hinten her. Schauen wir uns mal von unten an. Ja, da ist sie schon richtig schön schwarz geworden. Dann haben wir sie wieder drauf. So, damit würde ich sagen, ist der erste Einbrennvorgang jetzt halt erst einmal vorbei. Tun wir mal den Deckel ein bisschen da raus. So. Da habe ich jetzt 2 so Holzscheitel hingelegt, damit ich es da draufstellen kann. Jetzt lassen wir es ein bisschen abkühlen und dann kommt die zweite Schicht. Ja, da sieht man schon, dass die Beschichtung eine richtig gute Sache wird. Da ist noch ein bisschen zum Nacharbeiten, aber ansonsten schaut das richtig gut aus. Jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen abkühlen. Jetzt hier weiter mit der zweiten Schicht. Drehen wir es mal um. Also der Stiel ist noch richtig warm, merke ich. Das läuft mich jetzt da. Muss es doch runter. So. Zweite Schicht drauf. Vorsichtig. Weil da könnte man sich jetzt halt easy die Finger verbrennen. Jetzt ziehen wir mal hier den zweiten Handschuh an. Einmal ist wieder richtig schön. So. Am Rand ein bisschen das überschüssige Öl hier in der Nische hier am Rand aufnehmen. Da wieder ein bisschen hoch. So, Rückseite auch. So, noch ein bisschen an Öltropfen drauf. Man sieht schon, dass er richtig ganz andere Farbe kriegt. Die wird jetzt richtig schön schwarz. So.
Och, ein bisschen am Griff wieder. Schön sauber einölen. So. Und wieder aufs Feuer. So, die zweite Schicht schaut auch schon richtig gut aus. Man sieht das wirklich, wie extrem schwarz das die wird. Und die wird richtig schön gleichmäßig. So, letzter Durchgang und der Spaß ist fertig. Heiß genug ist noch. Dann geht es jetzt auf zum Finale. Und fertig ist sie. Jetzt kann man sie dann runternehmen und man sieht hier ganz deutlich, richtig schön schwarz. Und hier am Griff wird sie dann immer heller, da wo keine Beschichtung ist. Ja, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Jetzt kommt noch mein Fazit dazu. Also grundsätzlich wahnsinnig cooles Ergebnis geworden. Sehr schöne feste Beschichtung. Kann man sich nicht beschweren. Ich merke aber keinen Unterschied zu allen anderen Ölen, die ich bisher genommen habe. Mein Favorit ist nach wie vor Olivenöl. Ganz einfach aus dem Grund, ich hatte ja eigentlich vor, mit euch im Anschluss von dem Video mir noch so eine richtig schöne Bratkartoffelpfanne mit Speck und was weiß ich zu machen. Muss aber sagen, nach diesem ätzenden Gestank von diesem Leinsamenöl hatte ich da keine Lust mehr drauf. Und ich habe jetzt nicht nur diese eine Pfanne eingebrannt, weil es hätte auch an der Pfanne liegen können, tut es aber nicht, sondern ich hatte mehrere Sachen zum Einbrennen. Die haben alle so gestunken, dass mir echt der Appetit vergangen ist. Und bei Olivenöl war es bisher immer so, ich habe dieses Öl genommen und hatte während dem Einbrennen dann schon so Lust, mir was zu kochen. Und das war beim Leinsamenöl nicht so. Ja, meine Meinung, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich werde wieder Olivenöl hernehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat und ihr Leinsamenöl-Fans seid, dann natürlich auch einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir was in die Kommentare. Vor allem, was eure Meinung da dazu ist. Würde mich freuen. Lern auch gerne was dazu. Ja, ansonsten kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Bis zum nächsten Video.